Triumph lässt den Namen Tiger Sport neu auferstehen. Als Tiger Sport 660 kommt dieses hübsche, süße Ding daher. Ich sage süßes Ding, weil es wirklich relativ kompakt ausschaut. Herzlich willkommen im Übrigen auf der EICMA 21. Urviel los. Ich bin froh, dass ich dieses Modell hier jetzt ergattert habe. Ist die mir besser gefällt, die blaue, die schon mit Koffern ausgestattet ist und dem höheren Windschild, das sich im Übrigen manuell verstellen lässt, aber doch mit einem Hebel sehr praktisch mit einer Hand. So, Tiger Sport, ja, wer kennt sie nicht, die alte 1050er, muss ich aber sagen, hat mit der kleinen jetzt weniger zu tun, weil die war so ein bisschen Crossover-mäßig, nur wirklich für die Straße ausgelegt, ein bisschen höher gestellter. Die ist zwar auch für die Straße ausgelegt, soll aber, glaube ich, doch mehr den Tourenfreund ansprechen, der allerdings, glaube ich, mit diesem Motor auch relativ sportlich unterwegs sein kann. Ich kenne den Motor aus der Trident 660, 81 PS, 64 Newtonmeter Drehmoment, ein rein Dreizylinder. Und ja, das sage ich so gerne, es ist echt die goldene Mitte zwischen zwei und vier Zylindern. Das heißt, du hast schon von unten ein bisschen mehr Punch, du kannst ihn dafür aber auch höher ausdrehen. Also der Motor an sich macht mir in der Trident schon sehr viel Spaß. Und wir haben auch die Elektronik-Gadgets drinnen, die derzeit in dieser Klasse, sage ich mal, üblich sind. Wir haben zwei Fahrmodi, Rain and Road, und wir haben auch eine Traktionskontrolle, die man abschalten kann, die sich dann auch mit Rain and Road bei Road dann ein bisschen schärfer stellt. Ja, das Display ist lustigerweise, glaube ich, auch von der Trident übernommen. Es ist so ein rundes, kleines. Oh, da hätte ich mir vielleicht ein größeres Farb-TFT-Display gewünscht, aber meckern auf hohem Niveau. Es gibt auch noch eine rote Version, die mir persönlich nicht so zusagt wie die blaue. Aber an sich bin ich auch froh, dass ich mir das jetzt auf der EICMA 2021 anschauen kann, weil ich befunden habe, sie wird ja eine Konkurrentin zur Tracer 7 von Yamaha, die ich einfach wunderschön finde. Und die Triumph, glaube ich, wird euch auch gut gefallen, weil sie mir jetzt auch irgendwie sehr zusagt von der Front her. Und die schlanke Linie ist schon Lion. Also es ist 206 Kilo fahrfertig, ist auch nicht so viel. Also ich glaube, dass dieses Ding sich gut verkaufen wird. Ja, im Frühjahr ist sie dann da. Wir werden sie hoffentlich testen können bald für euch, dass wir euch dann auch sagen können, ob es wirklich so gut funktioniert, wie ich jetzt mal annehme. Ja, danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ich habe euch, glaube ich, nicht gelangweilt. Ich mache auch noch vom Triumphstand ein umfassendes Video von den ganzen neuen Modellen. Dranbleiben, bitte unseren YouTube-Kanal abonnieren, vielleicht einen Daumen hoch für die Tiger Sport 660 und tschüssi!